Moin Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. So, heute soll es endlich daran gehen, dass wir das Becken mit Holz verkleiden. Holz habe ich schon einen ganzen Schwung besorgt, das sollte eigentlich reichen. Und jetzt geht es daran, da hinten einmal die Ecke zuzumachen, die Ecke und hier vorne, sprich, dass dann hier alles schön einmal mit Holz aufgefüllt ist und dass man es von vorne zumachen kann, dass es ein bisschen verkleidet ist, schicker aussieht. Und ja, die Ecke werden wir wahrscheinlich erstmal noch auslassen, weil hier muss noch einmal die Rückleitung zum Filter verlegt werden und das ist dann einfacher, wenn man dann noch leichter drankommt. Und an allen neuen Zuschauer, die noch nicht abonniert haben, macht das gerne, dann verpasst ihr keine weiteren Videos, verpasst ihr auch nicht, wie es hier weitergeht, wie wir hier Kreuz züchten werden. Und ja, am besten Glocke aktivieren, dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung. Viel Spaß bei dem Video. So, dann fangen wir jetzt hier mit dieser Ecke an. Hier habe ich oben den Kaninchendraht noch weggemacht, hier unten lasse ich den, da stört er mich nicht. Und ja, wenn man jetzt so guckt, das ist hier fast auf einer Höhe. Das ist vielleicht ein kleinen Token niedriger. Und ja, da müssen wir jetzt irgendwas drauf bauen, was dann von hier bis genau hier drüber ragt, dass dann da auch kein Fisch irgendwie zwischenspringen kann. Weil das wäre dann sehr doof, da kommt man dann nicht mehr dran. Deswegen muss es jetzt schön vernünftig dicht sein. Und dann würde ich sagen, baue ich jetzt irgendwie so eine kleine Unterkonstruktion. Und dann kommen da diese Platten drauf. Und ich laufe jetzt hier auch noch barfuß drin rum, damit ich hier nichts kaputt mache. Und wenn ihr guckt, da jetzt drin komme, habe jetzt hier diese Bretter mit Nut und Feder. Und die sollen dann quasi hier so drauf und dann damit einmal die ganze Ecke zumachen. Ich habe jetzt auch eben überlegt, ob ich die so rum hinlege oder so rum hinlege. Kommt eigentlich auf selbe hinaus. Wir haben genauso viel Verschnitt. Von daher fange ich jetzt eigentlich einfach mal so rum an. So, ich werde jetzt doch keine Unterkonstruktion drunter basteln, weil das passt relativ genau drauf und ja, ich werde das einfach dort einmal festschrauben. Die nächsten werden dann da aufliegen. Dann liegt es halt hier oben auf dem Beckenrand ein bisschen mit auf, was ihr jetzt gar nicht sehen könnt. Ja, deswegen muss ich mir da jetzt einmal anzeichnen, dass wir einmal den Balken da aussparen können. Und dann schneiden wir einmal die Ecke aus und dann haben wir den Anfang und dann, ja, werde ich ganz stumpf einfach weiterlegen. Das sind 6 cm. Und ihr seid ja mittlerweile von mir gewohnt, das ist nachher nicht die perfektionierte Millimeterarbeit, sondern, ja, hat doch schon mal ein paar Spalte irgendwo, aber dafür selbst gemacht. Und, ja, mir reicht es so. So, ausgeschnitten habe ich es. Passt schön rein. Und wird festgeschraubt. So, dann kann man schon das zweite Bild kommen. Wird es einfach auch gleich wieder hinten festgeschraubt. Vorher wird das nochmal angezeichnet. Was jetzt ein bisschen nervig wird, ich muss jetzt jedes Mal hier raussteigen zum Sägen. Ich will nicht hier drinnen sägen. So, und für mein Verständnis, wenn ich jetzt einfach mit dem Bleistift unten einmal ansetze und dann so entlang fahre, dann sollte ich doch gleich den perfekten Schnitt haben, oder? Was nur doof ist, wenn ich von der Seite jetzt säge, ist es von oben ausgefranst, oder? Aber wie kriege ich es auf die andere Seite übertragen? Gar nicht, glaube ich. Ja, ich werde es so machen. Dann ist es halt oben ausgefranst. Das Holz wird auch nicht behandelt oder so, von daher, es darf dann so aussehen. Aber das hier geht es einmal zurecht und für euch gibt es eine Timelapse und viel Spaß dabei. So sieht das jetzt aus. Denke ich, lässt sich sehen. Ich weiß, es ist nicht so hundertprozentig. Hier sind so ein, zwei Kanten zwischen. Aber ja, stört mich jetzt nicht so doll. Viel mehr zeige ich aber nicht, weil ihr sonst was sehen könnt, was ich schon vorher einbauen musste, was Thema aber von einem neuen Video ist. Deswegen machen wir an dieser Stelle einen kleinen Cut. Lassen das erstmal so. Und ja, das Vollständige seht ihr dann, wenn das zweite Video quasi auch fertig ist, was ich jetzt gerade parallel gedreht habe. Und soll ich nicht zu viel verraten. Ihr könnt aber versuchen mal zu erraten, was ich jetzt hier noch parallel gebaut habe, was ich vorher mit integrieren musste quasi in die Umrandung, damit das funktioniert hat.
Vorne die Seite hatte ich noch offen gelassen. Hatte ich ja gesagt, das ist dann einfacher für die Verrohrung. Das machen wir danach zu. Aber so habe ich mir es eigentlich ganz gut vorgestellt. Und mir gefällt es auf jeden Fall. Der eine oder andere wird vielleicht noch denken, dass das eh nicht lange halten wird, weil es gammeln wird. Ja, hier wird es drin feucht sein. Aber man sieht jetzt schon, es ist leider schon so dunkel. Ich habe schon Kunstlicht. Wenn ihr euch mal die älteren Balken anschaut, die werden mit der Zeit so gräulich. Die kriegen so eine Patina und die schützt das dann so ein bisschen. Und dadurch hält es dann länger. Streichen will ich jetzt hier nicht direkt bei den Fischen. Und ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, ich wohne hier nur zur Miete. Das muss nicht für Ewigkeiten halten. Ich werde hier irgendwann, denke ich, doch mal ausziehen. Dann muss es eher alles zurückgebaut werden. Und wenn es dann noch unbehandelt ist, dann kann man es einfach trocknen und durch den Ofen recyceln. So, dann würde ich sagen, wenn ihr den Kanal gerne abonnieren wollt, was mich natürlich sehr freuen, das würde mich natürlich sehr freuen und bringt uns hier auf jeden Fall auch weiter voran, dann könnt ihr jetzt einmal hier klicken. Hier auf der anderen Seite habe ich nochmal zwei Videos für euch rausgesucht, könnt ihr auch draufklicken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns kommendes Wochenende wieder. Oder vielleicht schon in der Woche. Mal schauen, vielleicht schaffe ich nochmal ein zweites Video. Und bis dahin, tschüss.